Also es ist so, dass die Stadt insgesamt bisher gut durch diese Pandemie gekommen ist und das ist auch fürs Handwerk wichtig, weil dann auch diejenigen, die arbeiten, und das sind ja neben den Meistern auch die Gesellen und die Auszubildenden, verschont geblieben sind von einem im Großen und Ganzen schweren gesundheitlichen Risiko. Wir haben kein spezielles Programm für das Handwerk, das ist anders beispielsweise bei Musikclubs, das ist anders bei künstlerischen Dingen, und das haben wir haben uns deswegen dagegen entschlossen, spezielle Programme zu machen, weil wir dann, wenn wir einen Bereich rausgreifen, können wir nicht nur ein spezielles Programm für das Handwerk machen, sondern da müssen wir auch ein spezielles Programm für die Gastronomie machen und dann müssen wir ein spezielles Programm für Damenoberbekleidung machen und Herrenoberbekleidung. Das geht nicht, das können wir nicht unterstützen, aber ich habe das Handwerk erlebt mit den Talenten, die es sonst auch hat. Das Handwerk ist innovativ, das erfindet sich neu, das hat das immer machen müssen, weil sich alles um sie herum ja geändert hat. Und ich habe das Handwerk als verlässlich erlebt, auch das ist nicht neu. So ist das Handwerk einfach. Darum habe ich eben gesagt, das Handwerk ist treu. Man kann sich auf das Handwerk verlassen und das Handwerk hat auch Bestand in dieser Zeit. Ich habe Handwerksbetriebe besucht, eine Bäckerei, ich habe ein Friseurgeschäft besucht. Die Bäckerei hat sich umgestellt auf natürlich Corona-Bedingungen und die Friseurin hat mit großer Zuversicht. Die war erst ein Jahr niedergelassen und deswegen habe ich so ein bisschen Sorge gehabt nach einem Jahr, ob die schon sich eine Grundlage bilden konnte, von der sie leben kann. Aber die hat mit großer Zuversicht gesagt, sie hält den Kontakt zu ihren Kunden und Kundinnen telefonisch, sie berät die auch, was die machen können, und sie hat so schnell wie möglich wieder aufgemacht und ich habe sie wieder getroffen und war sehr froh, dass sie auch mit ihrem Frisiersalon ganz in der Nähe des Rathauses weiter bestehen wird. Ich fand, das war eine gute Erfahrung. Sind Sie Kundin geworden bei Ihnen? Nein, ich bin nicht Kundin geworden. Ich bin nämlich auch treu. Ich gehe seit 10 Jahren zum gleichen Frisiersalon. Ich hätte anders gehandelt. Vor allen Dingen, wenn hier von Treue und Verlässlichkeit gesprochen wird, dann kann das Handwerk auch erwarten, dass Politik verlässlich ist. Und einige Aktionen, die in den letzten Monaten aus welchen Gründen auch immer initiiert worden sind, Sperrung oder die Androhung einer Sperrung einer Spur auf der Rheinuferstraße, die Entscheidungen in bestimmten Bereichen, Verkehrskonzepte umzustoßen oder anders zu platzieren, sind nicht mit dem Handwerk und auch nicht mit der Industrie- und Handelskammer gemacht worden, weil beide haben sich dann massiv in der Öffentlichkeit auch zu Recht darüber beschwert, dass sie daran nicht beteiligt waren. Und vor allen Dingen, wenn man Veränderungen in dieser Stadt macht, dann muss man das Handwerk und den Handel mitdenken. Und das Gefühl habe ich, dass es nicht passiert ist.